Einen schönen guten Tag. In diesem Video wollen wir die Frage klären, warum Ihr installierter Brother QL Etikettendrucker nicht mit Wavi Profi 3 unter Umständen funktioniert. In dem Video bezüglich der Einrichtung und der Installation sind wir bereits auf diese Frage eingegangen. Für diejenigen unter Ihnen, die das nicht explizit wahrgenommen haben oder das eventuell vielleicht untergegangen ist, beantworten wir diese Frage in diesem Video explizit noch einmal. Auf die Details gehe ich jetzt nicht mehr großartig ein, weil das ist ja bereits im Video der Installation erklärt. Das heißt, Sie haben Ihren Brother QL Drucker installiert, Sie haben auch den B-Touch Software installiert, ja, und starten dann Wavi und sagt, Sie wollen jetzt Etiketten drucken. Wenn die Meldung kommt, dass der Brother Drucker nicht gefunden wurde, dann hat es meistens die Ursache, dass der BPack Client nicht installiert ist. Brother stellt eine Laufzeitumgebung zur Verfügung, die Sie natürlich installieren müssen. Dazu klicken Sie auf unsere Hilfe-Button und geben Brother ein. Nun haben Sie hier unten, Sie müssen gegebenenfalls die Laufzeitumgebung von der Brother Homepage, also Sie haben hier einen Link, auf den Sie klicken können. Das tun Sie bitte. Wenn Sie das getan haben, landen Sie auf der Brother Homepage für den BPack Client. Im Klartext, wenn Sie aus einer anderen Software Brother fernsteuern wollen, brauchen Sie in den meisten Fällen diesen BPack Client. Okay. Wo finden Sie den? Und zwar ganz einfach, wenn Sie hier auf der Homepage, also auf diesen Link landen, haben Sie einmal oben den BPack SDK, den brauchen Sie nicht, sondern Sie brauchen den Client. Hier diesen BPack Client Component. So, selbst wenn Sie diesen installiert haben und Wavi sagt, hey, es geht trotzdem nicht, dann haben Sie wahrscheinlich die 64-Bit-Variante installiert. Es kann sein, dass die 64-Bit-Variante nicht zwangsläufig mit jedem System kompatibel ist und es erforderlich ist, dass Sie den 32-Bit BPack Client installieren. Denn dieser 32-Bit Client hat erfahrungsgemäß so gut wie noch nie Probleme gemacht. Also, wenn Sie in der Systemsteuerung bei Programme und Futures Ihren Brother BPack Client in 64-Bit dastehen haben, und Sie auf Wavi klicken, Etiketten drucken und er sagt, dass er den Brother Drucker nicht gefunden hat, obwohl Sie ihn installiert haben, dann deinstallieren Sie zuerst einmal Ihren 64-Bit BPack Client aus der Systemsteuerung in der Softwareliste bei Programme und Futures und installieren dann von der Brother Homepage den 32-Bit BPack Client hier, den 3.1003 in 32-Bit. Und dann, wenn Sie in Wavi auf Etiketten drucken, dann kann Wavi auch die Instanz des Druckers abrufen und der Drucker funktioniert wunderbar. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis bald. Tschüss.